Hallo und herzlich willkommen. Wir haben heute wieder ein Spiel. Wir spielen gegen die Dresden Monarchs. Und ja, ich nehme euch wieder mit. Und ja, viel Spaß mit diesem Video. Außerdem habe ich Besuch aus der Heimat. Wer das ist, seht ihr jetzt. Bitte. Was machst du hier? Chillen, und du? Footballspiel. Bist du aufgeregt? Freust du dich auf das Spiel? Hä, hey, sag das nicht so, es wird wirklich spannend. Ich weiß, das war ja ernst gemeint. Naja. Das war Xenia und Xenia war auf jeden Fall super vorbereitet, dass sie ins Video kommt, nicht? Was machst du da? Okay. Xenia ist aus Köln und ist extra, wie viele Kilometer waren das? Wie lange bist du gefahren? 9 Stunden. Klasse. 9 Stunden hochgefahren oder rübergefahren. Sagt man eigentlich hochfahren? Für mich ist das hochfahren. Ja, schon. Zwar Osten, aber irgendwie ist das trotzdem hoch, ne? Ja, die sind Ewigkeiten hochgefahren und guckt sich gleich das Spiel an. Falls ihr euch jemals gefragt habt, wie so ein Pregame bei mir zu Hause aussieht, ich zeig's euch. Oh, und an dieser Stelle Shoutout an David Drain von Ace Performance. Er hat mir Klamotten mit meinem Logo hergestellt. Mega cool. Aber jetzt zeige ich euch, was bei mir Pregame geht. Also, bei Heimspielen. Ein bisschen Fortnite muss immer sein, aber jetzt kommen wir zu der guten Sache. Ich bin nicht einfach nur am Fortnite spielen. Man, I need you. Oh, ja, boah. Dieser Typ hier, Mad Eva, this guy. Let's go. What are we doing? We're playing Fortnite. Pre-game prep. I was watching Phil and then Lane said, let's play Fortnite. So I was like, fuck it. Und außerdem ist meine Wohnung gerade zu etwas Abgefahrenen umfunktioniert. Denn kleiner Hinterhof. Tattoo-Studio. Das ist so Ghetto, ne? Ja, ihr macht euch strafbar, ihr Kriminellen. Weiß ich nicht. Ich bin aber von dir strafbar. Achso, ja, schön. Immer kurz Paperwork hier, ne? Ja. Sorry, Mama. Aber ich glaube, Mama, wenn du dir meine Videos anguckst, okay, dann schreib mir bitte eine Nachricht, dass du das gesehen hast. Dann habe ich nämlich noch eine Info für dich. Oh, geil. Ich habe Puderzucker auf meinen Lippen, weil wir Waffeln gefrühstückt haben. Leben könnte schlechter sein. Matt. Yes. Where are we landing? Tilted. Where else? Oh. Oh, yeah. Watching some film as well. Last minute prep. Okay, es geht los. Tilted. Fortnite. Tattoos. Pre-Game, let's go! So, wir haben jetzt roundabout 1 Uhr. Wir spielen um 4 und jetzt geht's los zum Stadion und der Game Day geht jetzt offiziell los. Let's go! I didn't know that I've been the fool. I've been telling lies about something real. But I know love is based on honesty. Kept thinking how real love should feel. Knowing that it's not just you, it's me. Cause I was made to be free. I am made to be free. I am made to be free.
Wir sind am Start angekommen, Cadell ist mit mir. Und ich zeige euch unser Stadion. Ich habe gestern tatsächlich das erste Mal gesehen und es ist ziemlich cool. Am besten sind auf jeden Fall die Kabinen, die sind echt nice, aber ich zeige euch jetzt mal das Stadion. Freust du dich aufs Spiel? Ja. Ist aufgeregt, ne? Ja. Nee. Ach, gut so. Erstes GBL-Spiel, das richtig zählt. Na? Es geht, Alter. Das ist mein Ding. Na, Herr Hummel? Na? Geht's dir gut? Ja. Ich hab meinen Rasenmäher mitgebracht. Gras ist ein bisschen hoch, weißt du? Kann ich hier, mach ich an und dann... Ja, wie bei den Royals, wir müssen noch alles selber machen, weißt du, wir müssen den Rasen mähen, wir müssen das Feld aufbauen. Nein, natürlich Quatsch, aber ich bin auf dem Feld, das Feld ist ziemlich nice und ja, hier geht's in ungefähr 3 Stunden, 2 Stunden, ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt, rund. Tanning our white leg. Yeah, you gotta get the tan, man. I'm trying to be like you. I don't know what's going on in here. Meine Lieblingswerbung im Stadion heute ist auf jeden Fall diese hier. Yo, you like burgers? Chill, man. Yo, why? Mexican. Wie viele Touchdowns heute? Genug. Einfach genug. Geht's dir gut? Ja. Immer. Benutzt du eigentlich deinen schönen Rucksack und dein Portemonnaie? Ja, das Portemonnaie habe ich verschenkt an einen Freund, der nicht viel hat im Leben. Und den Rucksack, aber weiß ich noch nicht, verschenke ich auch. Bla bla bla. You lost bla, weight, bla, bla. Huh? You lost weight? I got the weight, I got the weight. Exception. What's up, bro? Yeah? At least I'm not using a GoPro. Yeah, yeah. What's the money? You got it. Hey, we'll be talking hella shit, though. Okay, pregame. Wir haben jetzt Warm-ups. Und ich melde mich nach dem Spiel. Ciao.
you that we're never forgetting. Yeah, baby, there's no shame. We'll take it as far as we want to, so listen. Stop at any place that is better than prison. Put it all on me, I don't need the room. This is every part of me and everything I do. If it's the money part you're digging me, I will take you to a place downtown. But if you don't like all the things you see, I'll show you my little smoother side. And when we are out cruising, you don't need my hand to hold. I kinda like what we're doing. How we going to go? Heute nicht gewonnen, 34-45 verloren, ey, großartiges Spiel, kann ich alles gewinnen, das war's von mir, haut rein. Was geht, ey, gutes Spiel. Hey, keep your head up, right? See you next week. Hell of a game. Good game, man. See you next week. Hey. Hell of a game. Hell of a game. Hey, hell of a game. Hell of a game. Hell of a game. Hey, hell of a game. Hey, hell of a game. Hey, good shit. Good shit. Yo, you guys won. Hell of a game. Hey, good shit, bro. Hell of a game. Good. Hell of a game. Amen. Hell of a game. Hell of a game. Nice game. Nice game. See you again next week. Congrats, coach. See you again next week. Hey, hell of a game. I got your ass.